Hier in der Guard-Position hat er natürlich auch wieder alle Möglichkeiten, ja. Ich sag mal so, im Jiu-Jitsu ist es so, für mich ist es eigentlich die optimalste Position für einen Fight, ja. Für die, die sich auskennen, die sich jetzt nicht so auskennen, ist es natürlich, die werden jetzt so da liegen, ja, wird aufstehen, Gesicht schlagen, ich werde mich irgendwie rausdrehen, ich werde einfach nur getroffen und geschlagen. Auch hier gibt es einen Moment, egal wie groß, wie schwer, wenn ich hier zumache, ja, und ich strecke, hat ja keine Reichweite mehr für mein Gesicht. So, was schaffe ich jetzt gerade in diesem Augenblick für ihn für einen Ansatz? Er wird, trifft mein Gesicht nicht, er will mir in den Magen schlagen, ja, oder in den Genitalbereich. In dieser Sekunde heißt, komm mal ein bisschen abfallen, genau, er merkt, wir sind in der Guard Position, er will mein Gesicht schlagen, ich will nicht getroffen werden, streckt mich, er fängt an, meinen Magen zu schlagen, puh, hol ich mir rein. Ja. Das ist eigentlich ein abgewandelte Form von einem Rear Neck Choke. Es ist aber jetzt ein Front Choke. Hier in dem Front Choke ist es einfach so genial, egal wie groß der Gegner ist, ja. Wir werden es jetzt auch mal so aufnehmen, dass ihr das seht. Er hat keine Möglichkeit, irgendwas mehr zu machen. Weder wenn er mir ins Gesicht greifen will, der die seine Kaumuskulatur zerbeißen, ja. Er kommt nicht mehr raus, weil ich hier hinten zugemacht habe. Heißt, selbst wenn er mit mir aufsteht, ja, boom, ich bin im Stand-up. Das heißt, jedes Mal hat er gar keine Möglichkeit. Also es ist der ultimativste Griff überhaupt für die Straße, sich den zu merken. Nochmal, wir gehen hier nicht von dem tollen UFC, MMA, BJJ-Fighter aus. Wir gehen hier von der Straße aus. Heißt, er ist hier, er will mir ins Gesicht schlagen, ich strecke mich, er schlägt mir den Magen gegen, boom, hol ihn mir, hab ihn jetzt hier in den Griff. Ich beiß ihn, bis er weg will letztendlich. Ja, ganz wichtig zu verstehen. Jetzt kann ich hier wieder pushen. Boom, stand up gehen. Und wir kämpfen.